Nummer 66. Und das ist die Hoffnung und Zuversicht auch in diesem Jahr. Jesus ist gekommen, Grund ewiger Freude. Gemeinde hat es nicht gemerkt, wenn er da oben weg war. Aber ich habe es gesagt.
Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Jahr 2011. Es hat begonnen, es möge ein gutes werden. Was es wird, wir werden es sehen. Was jeder von uns zu bewältigen hat, Gott hat es so eingerichtet, dass wir viele Dinge haben, die uns ermutigen. Und darum herzlichen Dank auch für das Orgelspiel und dass Sie gekommen sind. Und ich wünsche Ihnen, dass der Segen und gute Träume Sie begleiten, ermutigende. Wir erheben uns. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und er schenke dir seinen Frieden.